Hallo und herzlich willkommen bei SwagTap. Mit dem Lumia 925 hat Nokia vor kurzem sein neues Flaggschiff-Smartphone offiziell vorgestellt. Deshalb wollen wir es in diesem Video einmal ausführlich mit Samsungs aktuellem Flaggschiff-Smartphone, dem Galaxy S4, vergleichen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Größentechnisch unterscheiden sich die beiden Geräte eigentlich kaum. Das Nokia Lumia 925 ist mit 129x70,6mm nicht ganz so lang wie das Samsung Galaxy S4 mit 137x70mm. Ähnliches gilt auch beim Thema Dicke. Hier hat das Samsung Galaxy S4 mit seinen 7,9mm minimal die Nase vor dem Lumia 925, welches 8,5mm dünn ist. Das Samsung Galaxy S4 ist mit 130 Gramm außerdem auch etwas leichter als das Nokia Lumia 925 mit 139 Gramm. Nokia verbaut im Lumia 925 ein 4,5 Zoll großes Pure Motion HD Plus Display. Diesmal setzt man auf ein AMOLED-Panel, das mit 1280x768 Pixeln bei einer Pixeldichte von 333 Pixel per Inch auflöst. Wir haben hier AMOLED-typisch, muss man schon fast sagen, eine Pantile-Matrix. Das bedeutet, pro Pixel haben wir nur 2 Subpixel und nicht etwa wie beim Vorgänger, dem Lumia 920, noch 3 Subpixel. Obwohl das Samsung Galaxy S4 nur minimal länger als das Lumia 925 ist, verbaut Samsung aber ein 5 Zoll großes Full HD Super AMOLED Display. Möglich wird dies, indem man die Displayränder deutlich minimiert hat. Dieses löst, wie der Name ja schon sagt, mit 1920x1080 Pixeln, also Full HD, bei einer Pixeldichte von 443 Pixel per Inch auf. Auch hier haben wir eine Pantile-Matrix. Wir finden ansonsten bei beiden Geräten auf der Vorderseite die jeweilige Frontkamera. Beim Nokia Lumia 925 löst diese mit 1,2, beim Samsung Galaxy S4 mit 2 Megapixeln auf. Beide Displays werden natürlich von Corning Gorilla Glass geschützt. Außerdem haben wir beim Samsung Galaxy S4 noch eine Benachrichtigungs-LED für verpasste Mails, Anrufe etc. Diese fehlt beim Nokia Lumia 925 leider. Bei diesem finden wir auf der Vorderseite natürlich Nokias typisches Tastenlayout. 3 touch-sensitive Tasten, einmal für zurück, einmal für Home und einmal für Suche. Und beim Galaxy S4 finden wir dann Samsungs typisches Tastenlayout, auch 3 Tasten. In der Mitte der physische Home Button, links und rechts 2 touch-sensitive Tasten für Menü und für zurück. Während der Rahmen des Samsung Galaxy S4 nur so aussieht, als bestünde er aus Aluminium, besteht der des Nokia Lumia 925 tatsächlich aus gebürstetem Aluminium. Wir finden hier auf der linken Seite überhaupt nichts. Beim Galaxy S4 finden wir die lauter Leiserwippe, die wirklich einen sehr guten Druckpunkt hat. Auf der Unterseite dann beim S4 der Micro-USB-Anschluss sowie ein erstes Mikrofon. Beim Lumia 925 finden wir auch hier gar nichts. Anders sieht es dann bei der rechten Seite aus. Hier haben wir alle Tasten des Lumia 925. Zum einen der dedizierte Auslösebutton für die Kamera, zum anderen der Powerbutton und natürlich auch hier die lauter Leiserwippe. Die Tasten bestehen ebenfalls aus Aluminium, haben allesamt einen super Druckpunkt und sind wirklich spitze verarbeitet. Ähnliches gilt auch für den Powerbutton des Samsung Galaxy S4. Auf der Oberseite finden wir dann bei beiden Geräten den 3,5mm Klinkenanschluss sowie ein weiteres Mikrofon. Beim Galaxy S4 noch einen Infrarotport. Beim Lumia 925 der Micro-USB-Anschluss sowie hier der Einschub für eine Micro-SIM-Karte. Die Rückseiten beider Geräte bestehen aus demselben Material, nämlich Polycarbonat. Beim Nokia Lumia 925 wirkt das Ganze aber etwas edler. Das hat unter anderem auch mit der Tatsache zu tun, dass es matt gehalten ist und nur leicht gummiert ist. Beim Galaxy S4 haben wir nämlich Samsungs typisches Hyperglaze-Verfahren und das Ganze ist auch wieder in einer Hochglanzoptik gehalten. Wir finden außerdem auf der Rückseite bei beiden Geräten natürlich die
die jeweilige Hauptkamera. Beim Lumia 925 ist das Highlight, nämlich die 8,7 Megapixel PureView Kamera mit einer Blende von f2.0. Beim Galaxy S4 wurde eine 13 Megapixel Kamera mit einer Blende von f2.2 verbaut. Bei beiden natürlich auch noch die jeweilige Foto-LED. Beim Lumia 925 haben wir aber eine Dual-Foto-LED. Ansonsten natürlich die jeweiligen Herstellerlogos. Beim Lumia 925 noch die Kennzeichnung, dass ein Wireless-Charging-Cover hier auf diese drei Punkte angedockt werden kann, damit man das Gerät eben auch kabellos aufladen kann. Das ist beim Galaxy S4 auch möglich. Hier braucht man jedoch auch ein extra Cover sowie eine extra Schale. Ansonsten bei beiden Geräten noch der Lautsprecher. Das Lumia 925 ist wieder ein fest verschlossenes Gerät. Das bedeutet, man kann den 2000 mAh starken Akku nicht austauschen und der 16 GB große Speicher kann auch nicht erweitert werden. Vodafone Deutschland hat ganz exklusiv auch ein Modell mit 32 GB internem Speicher. Das ist allerdings nicht für den freien Markt vorhergesehen, also man sollte mit 16 GB planen. Ein großer Vorteil des Samsung Galaxy S4 ist natürlich die Tatsache, dass man die Rückseite ganz problemlos abnehmen kann, wie man das eigentlich von allen Smartphones der Galaxy-Serie gewohnt ist. Zum Vorschein kommt dann zum einen der wirklich sehr gute 2600 mAh starke Akku, außerdem der Einschub für die Micro-SIM-Karte und hier der Einschub für eine Micro-SD-Speicherkarte, der wahlweise 16, 32 bzw. 64 GB große interne Speicher kann nämlich problemlos erweitert werden. Beide Smartphones sind wirklich sehr gut verarbeitet. Die Tasten sitzen jeweils bombenfest und haben einen guten Druckpunkt. In Sachen Haptik kann das Samsung Galaxy S4 aber definitiv nicht mit dem Nokia Lumia 925 mithalten. Dieses fühlt sich durch den Aluminiumrahmen einfach deutlich wertiger an. Dafür liegt das Samsung Galaxy S4 aber trotz des deutlich größeren Displays aufgrund seines ergonomischeren Designs etwas besser in der Hand. Wir wollen die beiden Geräte nun endlich einschalten. Dafür betätigen wir bei beiden für ein paar Sekunden den Power-Button und sie vibrieren kurz, während die Geräte hochfahren, natürlich wie immer die restlichen Daten. Wir haben beim Nokia Lumia 925 natürlich Windows Phone OS 8 als Plattform, beim Galaxy S4 Android 4.2.2 Jelly Bean mit Samsungs hauseigener Nature UX. Beim Nokia Lumia 925 haben wir den Qualcomm Snapdragon S4 Plus als SoC, eine Dual-Core-CPU mit 1,5 GHz je Kern. Beim Galaxy S4 hingegen ist es der Qualcomm Snapdragon 600, eine Quad-Core-CPU mit 1,9 GHz je Kern. Ansonsten haben wir beim Lumia 925 1 GB Arbeitsspeicher, beim Galaxy S4 2 GB Arbeitsspeicher und bei beiden Geräten LTE, also Long-Term Evolution zur mobilen Datenübertragung. Wir wollen uns zunächst die Lockscreens beider Geräte etwas genauer anschauen. Der des Lumia 925 sieht eigentlich genauso aus wie der Lockscreen bei allen Smartphones mit Windows Phone OS 8. Es gibt allerdings eine kleine Neuerung und die seht ihr hier jetzt schon im Standby-Modus, also im gesperrten Zustand. Wir sehen hier nämlich die Uhrzeit, obwohl das Gerät gesperrt ist. Außerdem sehen wir hier das Soundprofil. Man kann das Lumia 925 nun ganz einfach entsperren. Man betätigt hier einfach den Power-Button und entsperrt das Gerät dann. Oder aber, und das ist ebenfalls neu, hier, wenn die Uhrzeit angezeigt wird, mache ich hier einfach einen solchen Doppelklick und das hat denselben Effekt, wie wenn ich den Power-Button klicken würde und ich kann das Gerät absolut problemlos entsperren. Hier auf dem Lockscreen werden mir natürlich Benachrichtigungen in Form dieser kleinen Icons hier angezeigt, also wie viel verpasste Mails ich habe, wie viel verpasste SMS ich habe oder auch verpasste Anrufe. Außerdem sehe ich natürlich Uhrzeit, Wochentag und Datum. Beim Galaxy S4 ist das Ganze nun, ich würde sagen, etwas funktionaler. Man hat noch etwas mehr Möglichkeiten. Man hat hier diese Nachricht, die man sich anpassen kann. Man hat auch Uhrzeit, Wochentag und Datum. Aber man kann hier Android 4.2 typisch auch Widgets auf dem Lockscreen platzieren. So zum Beispiel hier dieses Mail-Widget oder ein Kalender-Widget oder auch dieses von Samsung entworfene Lieblings-App-Features, Widget natürlich. Da sehen wir dann unsere Lieblings-Apps und die kann man dann problemlos anwählen. Wir nehmen zum Beispiel die Kamera-Applikation, führen hier diese Entsperrgeste aus und schon landen wir direkt in der Kamera-Applikation. Entsperrgeste ist ein gutes Stichwort, auch da hat sich Samsung was einfallen lassen. Hier haben wir diesen netten Lichteffekt, der optisch wirklich ganz nett gehalten ist.
Wenn wir die beiden Geräte dann entsperrt haben, sehen wir ein typisches Windows Phone OS Smartphone und ein typisches Android OS Smartphone. Wir haben hier natürlich die typischen, die charakteristischen Teils, also diese Kacheln von Windows Phone OS. Es gibt ganz normale statische Kacheln und es gibt auch animierte Live-Tiles. Das seht ihr hier zum Beispiel bei den Kontakten oder auch bei den Fotos, wenn man etwas weiter nach unten geht. Wir bewegen uns hier natürlich über eine solche Wischgeste und man kann diese Tiles auch ganz einfach in ihre Größe verstellen. Wenn ich mir zum Beispiel hier unten den Kalender nehme, halte ich etwas länger fest, ich kann das minimieren, beziehungsweise auch auf die gesamte Breite des Displays, beziehungsweise auf die halbe Breite des Displays verteilen. Wenn ich das Ganze hier nicht mehr haben möchte, klicke ich einfach auf diese Stecknadel und der Kalender wurde entfernt. Durch eine solche Swipe-Geste gelange ich dann zu einer Übersicht über alle Applikationen, die sich auf meinem Gerät drauf befinden. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, ich möchte den Kalender doch gerne wieder drauf haben, halte ich ihn etwas länger fest, klick auf Startseite und schon landet er wieder hier unten. Wie gesagt, beim Galaxy S4 haben wir ein typisches Android OS Smartphone. Wir bewegen uns hier durch eine solche Wischgeste und das läuft eigentlich ziemlich flüssig, wenn sich nicht die Widgets gerade updaten, wie das jetzt der Fall ist, da wir das Gerät eben rebootet haben. Was sehen wir ansonsten? Wir können natürlich hier in unseren App Drawer gehen, indem wir dann alle installierten Apps finden. Und ich denke, ihr habt das gerade schon wieder gesehen. Wenn man hier zum ersten Mal durchscrollt, gibt es immer so ganz kleine Mikroruckler. Das hat Samsung leider immer noch nicht wirklich in den Griff bekommen. Aber ich bin nach wie vor recht zuversichtlich, dass man das via Update schaffen sollte. Hier haben wir unseren Widget Drawer, wo sich alle Widgets drinnen befinden. Das ist natürlich auch ein großer Unterschied, denn bei Windows Phone OS gibt es keine Widgets in diesem Sinne, bei Android OS natürlich schon. Ein weiterer großer Pluspunkt für das Galaxy S4 ist diese Benachrichtigungsleiste hier, zumindest wenn ihr mich fragt. Da kann man direkt die Helligkeit einstellen und wir haben hier oben auch so genannte Shortcuts, mit denen man, oder Toggles, wie das bei Samsung heißt, mit denen man zum Beispiel WLAN, GPS, Bluetooth und so weiter direkt aktivieren bzw. deaktivieren kann. Und wenn wir beim Galaxy S4 auf diesen Tab klicken, sehen wir, dass wir eigentlich alle Software und auch einige Hardware-Funktionen dieses Smartphones problemlos über diese Toggles fernsteuern können. Das spart natürlich Zeit, das ist sehr, sehr funktional und macht definitiv etwas her. Wir befinden uns gerade bei beiden Geräten im Browser und laden TheVerge.com, eine recht aufwendige Seite. Beide sind natürlich im selben WLAN-Netzwerk. Ich denke, ihr habt gerade ganz gut gesehen, so geschwindigkeitstechnisch nehmen sie sich beide wirklich kaum etwas, sind beide wirklich ziemlich schnell und auch Ähnliches gilt hier für die Surf-Performance. Ich komme jetzt etwas schlecht an das Galaxy S4 ran, aber ich denke, ihr seht das trotzdem ganz gut. Da lässt sich hier wirklich bei beiden Geräten butterweich scrollen. Egal ob ich hier normal scroll oder eine solche Pinch-to-Zoom-Geste anwende, die Browser-Performance ist bei beiden wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Was hier im Browser allerdings auffällt, und das ist ein Pluspunkt für das Galaxy S4, ist natürlich das größere Display. Man kann einfach mehr sehen, das macht das Surferlebnis etwas besser. Außerdem ist der Text hier wirklich wie gedruckt, also dadurch, dass wir diese Full-HD-Auflösung haben, wirkt das wie gedruckt. Es ist sehr, sehr schön scharf und gerade hier im Browser sieht man einfach die vergleichsweise geringere Auflösung, die geringere Pixeldichte des Lumia 925. Das ist eine der wenigen Situationen, in der man diese vergleichsweise geringe Pixeldichte überhaupt bemerkt, aber das muss man natürlich erwähnen. Was aber auch hier auffällt, ist die Tatsache, dass der Weißwert, obwohl ja bei beiden ein AMOLED-Display verbaut wurde, beim Nokia Lumia 925 besser ist als beim Samsung Galaxy S4. Man kann hier im Browser auch ganz gut ein paar Software-Features des Galaxy S4 demonstrieren, so zum Beispiel AirView. Ich nehme dafür einfach meinen Finger, halte den etwas länger über den Text drüber und ihr seht hier, die entsprechende Passage wird vergrößert und mein Finger fungiert als eine Art Lupe. Auch Air Gesture kann man hier ganz gut demonstrieren. Ich fahre hier einmal nach oben bzw. unten und scroll hier. Ihr seht das, je nachdem wie ich hier wische. Funktioniert jetzt natürlich nicht ganz so gut, weil ich etwas versetzt zum Gerät sitze, aber im Alltag funktioniert das schon ganz gut. Das sind größtenteils Spielereien, aber sie funktionieren einigermaßen gut. Einige Leute legen darauf Wert. Ganz so viele Software-Features gibt es beim Lumia 925 nicht, aber das ist natürlich alles Geschmackssache.
Nun wollen wir uns die Displays beider Geräte noch etwas detaillierter anschauen. Was sich definitiv sofort sagen lässt, dass das Lumia 925 ist heller und hat, wie schon erwähnt, den besseren Weißwert. Das Samsung Galaxy S4 hingegen ist natürlich schärfer und größer, obwohl das Smartphone an sich kaum größer als das Lumia 925 ist. Beide haben AMOLED-typisch natürlich hervorragende Kontrastwerte und einen genialen Schwarzwert. Außerdem sind sie absolut blickwinkelstabil. Da können sich andere High-End-Smartphones von anderen Herstellern teilweise eine Scheibe abschneiden. Bei Videos hat natürlich auch das Samsung Galaxy S4 durch das größere Display etwas die Nase vorne. Welcher Music Player euch vom Interface her besser gefällt, ist natürlich Geschmackssache. Das gilt aber nicht für die Soundqualität dieser beiden Smartphones. Aber ich kann euch sagen, mit anständigen Kopfhörern haben beide wirklich einen hervorragenden Klang. Etwas unterschiedlicher ist das beim Thema Lautsprecher. Der des Lumia 925 ist nicht schlecht, er ist ausreichend laut, wirkt dann aber teilweise etwas blechern. Der des Samsung Galaxy S4 ist insgesamt aber merkbar lauter und auch klarer und somit besser. Als nächstes wollen wir uns die Kamera-Applikationen beider Geräte etwas genauer anschauen. Die des Lumia 925 ist eigentlich wirklich einfach und ziemlich übersichtlich gehalten. Wir haben hier die Möglichkeit, zwischen dem Foto- und dem Videomodus zu switchen, beziehungsweise darunter zwischen Haupt- und Frontkamera, und hier können wir dann den Blitz konfigurieren. Interessanter wird es hier rechts unten, da finden wir dann nämlich allerlei Foto-Applikationen. Einige davon sind Nokia-only, so zum Beispiel Nokia Smart Cam. Darauf kommen wir aber gleich noch zu sprechen. Rechts oben haben wir dann die ausführlichen Foto- bzw. Videoeinstellungen, wo man Dinge wie den ISO-Wert, das Bildverhältnis und so weiter einstellen kann. Und wenn wir eine solche Swipe-Geste ausführen, gelangen wir direkt zu den zuletzt gemachten Aufnahmen. Das Interface des Samsung Galaxy S4 gestaltet sich etwas komplexer, soll heißen, man hat auf den ersten Blick etwas mehr Einstellungsmöglichkeiten, wenn ihr das so wollt. Wir haben hier auch unseren großen Auslösebutton, rechts oben die Möglichkeit, direkt so ein Video zu starten. Links oben haben wir dann die Möglichkeit, zwischen der Haupt- und der Frontkamera zu switchen, beziehungsweise wenn wir auf diesen Button hier klicken, wird ganz einfach unser Dual Camera Mode hier aktiviert. Ihr seht das schon, ich habe hier oben ein Bild, welches ich mit der Frontkamera aufnehme, und auf der Rückseite, also mit der Hauptkamera, nehme ich natürlich auch ein Bild auf. Ich kann das Ganze hier in seiner Position beliebig verschieben und auch vergrößern bzw. verkleinern. Wenn ich hier unten klicke, kann ich sogar die Form des Rahmens einstellen. Zum Beispiel Fischauge und so weiter, je nachdem, was mir besser gefällt. Wenn ich hier draufklicke, gelange ich dann auch hier zu meinen ausführlicheren Einstellungen, wo ich dann auch wieder Dinge wie den ISO-Wert und so weiter einstellen kann. Wir haben hier links unten auch ein Thumbnail, das uns direkt zu den zuletzt gemachten Aufnahmen bringt. Interessant wird es dann aber, wenn wir hier auf Modus klicken, denn ich kann euch sagen, das Galaxy S4 kommt wirklich mit zahlreichen verschiedenen Fotomodi, so zum Beispiel schönes Porträt, wo Hautunreinheiten automatisch entfernt werden, ein bestes Fotomodus, wo euch die Software dann das beste Foto vorschlägt. Ähnliches gilt für Best Face, wo man aber dann eben ein perfektes Gruppenbild machen kann. Es gibt Sound and Shot, um ein Foto mit einer entsprechenden Sounddatei zu unterlegen. Drama, animiertes Foto, einen HDR-Modus, einen Radierer-Modus, wo man nervige Objekte im Hintergrund einfach wegradieren kann, einen Panorama-Modus und auch einen Nachtmodus. Jetzt sieht es natürlich so aus, als gäbe es beim Lumia 925 nicht so viele Modi, aber Nokia Smart Camera hat eben ähnlich viele Möglichkeiten, wie ich eben schon beim Galaxy S4 gezeigt habe. Man hat auch hier einen Modus, um die Bilder zu bewegen. Man hat auch hier einen Modus, um Objekte im Hintergrund zum Beispiel rauszuradieren und so weiter. Also vom Funktionsumfang her nehmen sich die beiden nicht allzu viel. Das Galaxy S4 hat etwas mehr Modi. Dafür hat das Lumia 925 aber den großen Vorteil, dass man diese Modi auch im Nachhinein noch auf ein Bild anwenden kann. Beim Samsung Galaxy S4 muss man sich schon vorher festlegen. Jetzt kommen wir aber zur eigentlich interessantesten Frage, und das ist natürlich die Bildqualität, also welches von beiden ist besser. Nun, bei guten Lichtbedingungen machen beide wirklich super Bilder. Ich würde sogar so weit zu gehen zu sagen, dass das Galaxy S4 insgesamt noch etwas schärfere Aufnahmen macht.
klar, wir haben hier 13 Megapixel, beim Lumia 925 haben wir 8,7 Megapixel. Bei schlechten Lichtbedingungen geht der Punkt dann aber ganz klar an das Nokia Lumia 925. Hier ist es deutlich besser. Die Bilder werden insgesamt einfach heller, sie sind weniger verrauscht und insgesamt auch einfach schärfer. Da macht man Bilder um 1 Uhr, 2 Uhr in der Nacht und sie wirken wirklich so, als hätte man sie bei Tageslicht gemacht. Das Galaxy S4 ist in Sachen Lowlight-Performance auch nicht schlecht, kann aber einfach nicht mit dem Nokia Lumia 925 diesbezüglich mithalten. Die Sprachqualität ist bei beiden Geräten hervorragend. Das Lumia 925 schlägt sich hier sogar noch etwas besser als das Samsung Galaxy S4. Beim Thema Akku habe ich mit dem Galaxy S4 meist immer um die 1,5 Tage geschafft. Beim Lumia 925 kam ich gerade so durch den Tag. Soll heißen, das Galaxy S4 ist in Sachen Akkulaufzeit merkbar besser als das Nokia Lumia 925 und insofern ist das auch ein klarer Punkt für Samsungs Flaggschiff. Kommen wir nun wie immer zu einem kurzen abschließenden Fazit. Was spricht für das Nokia Lumia 925? Definitiv das wertigere Gehäuse und die Tatsache, dass sich das Gerät einfach insgesamt etwas hochwertiger anfühlt. Wir haben hier außerdem das hellere Display mit dem besseren Weißwert und eine deutlich bessere Lowlight-Performance in Sachen Kamera. Außerdem haben wir eine bessere Sprachqualität. Es gibt aber auch einiges, was für das Samsung Galaxy S4 spricht. So zum Beispiel das ergonomischere Design. Obwohl hier ein größeres Display verbaut wurde, obwohl das Gerät etwas länger ist, liegt es gefühlt etwas besser in der Hand als das Nokia Lumia 925. Wir haben hier das schärfere und größere Display, obwohl wir, wie eben schon erwähnt, relativ ähnliche Maße haben. Auch beim Thema Akkulaufzeit hat das Galaxy S4 die Nase vorne und wir haben etwas bessere Lautsprecher. Und last but not least, der Speicher des Samsung Galaxy S4 ist erweiterbar und der Akku kann getauscht werden. Vor allem ersteres, also der erweiterbare Speicher, ist definitiv ein großer Pluspunkt für das Galaxy S4 sowie einer der größten Kritik- bzw. negativen Punkte des Nokia Lumia 925. Was lässt sich abschließend sagen? Wir sehen hier definitiv zwei der besten momentan verfügbaren Smartphones. Am Ende bleibt es wie eigentlich bei fast jedem Vergleich Geschmackssache. Wem Windows Phone OS 8 besser gefällt, der kann bedenkenlos zum Nokia Lumia 925 greifen. Das Samsung Galaxy S4 liefert aber insgesamt noch das etwas und minimal bessere Gesamtpaket. Leute, das war's auch schon wieder von diesem ausführlichen Vergleich zwischen dem Nokia Lumia 925 und dem Samsung Galaxy S4. Solltet ihr euch nun noch für eines der beiden Geräte etwas detaillierter interessieren, kann ich euch nur meine ausführlichen Reviews ans Herz legen. Ein Link dazu wird jetzt gerade eingeblendet, könnt ihr euch ja mal anschauen. In diesem Sinne hoffe ich wie immer, das Video hat euch gefallen, bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.